Steigen wir mal ein ins Thema. Ich frage Sie jetzt mal, wer lebt gesünder? Die Kollegen auf der linken Seite oder die Leute rechts? Was meinen Sie? Und das ist nochmal eine spannende Frage. Was ist denn artgerechte Menschenhaltung? Stellen Sie sich mal vor, Sie würden sich zu Hause einen Menschen halten. In München machen alle Frauen Yoga. Nichts gegen Yoga. Nur, ich sag's Ihnen, es ist mittlerweile sogar wissenschaftlich erwiesen, dass das nur bei ungefähr der Hälfte der Personen auch tatsächlich wirkt. Die anderen werden dadurch erst recht aggressiv. Wir haben alle das Problem, dass wir eigentlich den ganzen Tag vor irgendwelchen viereckigen Kisten sitzen. Machen Sie wahrscheinlich auch, ne? Also Sie haben es uns richtig angewöhnt, wir sitzen vor viereckigen Kisten. Den ganzen Tag vor so einer und abends sitzt man dann vor so einer ganz großen. Und dazwischendurch guckt man noch in die kleinen rein. Okay, jetzt machen Sie einfach mal Folgendes. Streifen Sie einfach mal vorsichtig Ihre Hände langsam vor dem Körper nach oben. Und wenden Sie Ihren Blick mal ein bisschen nach oben. Und spüren Sie mal, was passiert. Aha, die Stimmung steigt. Okay, jetzt passen Sie auf. Für diejenigen, die jetzt noch skeptisch sind und mir das jetzt nicht glauben, dass das jetzt irgendwas bewirkt, machen Sie es einfach mal umgekehrt. Machen Sie es mal so. Spüren Sie mal, was jetzt passiert. Nee, machen wir jetzt nicht, also jetzt wieder hoch, bitte. Nochmal hoch, 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 hoch. Ja, tief einatmen. Ja, ja, bitte. Und den Blick nach oben. Ja, jetzt. Ja, gut. Super, ja, danke. Es gibt natürlich noch ein paar Methoden, wie Sie schneller alt werden können. Das macht mich jetzt etwas nachdenklich, dass jetzt so viele lachen. Wer hier im Raum würde sagen, ich bin Optimist? Ja, gefühltes zwei Drittel. Auf einer Skala von 1 bis 10, meine Damen, meine beiden Herren. Wie erfüllt ist Ihr Sexleben? Also ich frage jetzt nicht, wer auf eine 10 kommt. Ich frage auch nicht, wer irgendwo bei 1 oder 2 rumhängt. Meine Damen, jetzt mal wirklich mal unter uns. Das, was uns Frauen am meisten entspannt, am allermeisten, ist guter Sex. Wirklich richtig guter Sex. Ja, da brauchen wir noch nicht mehr über Yoga zu reden. Sex stärkt die Abwehrkräfte, ist auch ganz klar. Ja? Dass dabei Glückshormone ausgeschüttet werden, wissen wir auch. Und meine Damen, Sie haben jetzt in Zukunft keine Ausrede mehr, denn Sex... Sie lachen jetzt wieder so viele. Denn Sex hilft bei Migräne. Auch da gibt es Studien, tatsächlich. Ja, meine Damen, okay. Ich bin soweit am Ende. Sie dürfen mein neues Buch am Bücherstand bekommen. Das heißt wirklich so. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen noch einen wunderschönen Abend. Danke.